Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zocker, liebe Dattler, liebe Gamer, liebe Sportler, hier, aber auch zu Hause. Es hat sich viel getan in den letzten Jahren im Bereich des E-Sports. In den letzten Jahren wurden einige professionelle Teams gegründet. Der Traditionsverein Schalke 04, die BVB-Fans mögen mir jetzt verzeihen, hat jüngst das League of Legends Team Elements übernommen. In Südkorea zählt E-Sport als Nationalsport und in Frankreich läuft derzeit eine umfassende Anerkennung dieser Sportart. Dagegen wird der E-Sport in Deutschland von offizieller Seite stark vernachlässigt. Bei einigen Menschen in Politik und Verwaltung lösen Computer und Videospiele negative Assoziationen hervor. Andere sind geistig so unflexibel, dass sie Computerspiele als Jugendkultur schlicht abtun. Aktuelle Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung zufolge liegt der Altersdurchschnitt bei Computerspielenden bei etwa 35 Jahren. Zudem ist die Hälfte davon weiblich. Die knallharte Realität von heute überholt die Klischees von gestern mit Warp-Geschwindigkeit. Meine Damen und Herren, wir Piraten werben seit jeher dafür, dem E-Sport die Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen, die er verdient. Denn E-Sport ist, wie der Name schon sagt, Sport. Zur körperlichen Aktivität beim E-Sport sei zu erwähnen, dass die motorischen Ansprüche und Fähigkeiten im E-Sport in der Forschung, zum Beispiel an der Deutschen Sporthochschule, einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. E-Sport-Profis schaffen bis zu 400 Bewegungen pro Minute an Tastatur und Maus. Das ist viermal so viel wie ein untrainierter durchschnittlicher Mensch. Selbst beim Tischtennis, also der schnellsten Ballsportart der Welt, ist weniger in puncto Hand-Augen-Koordination zu leisten. Professor Ingo Frohböse hält den E-Sport für, Zitat, mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Der Cortisolspiegel, Cortisol ist ein Stresshormon, ist etwa ungefähr auf dem Niveau eines Profiradsportlers während eines Wettrennens. Dazu kommt ein hoher Puls, der teilweise eine Herzfrequenz hat von 160 bis 180 Schläge pro Minute. Das ist ungefähr zu vergleichen mit einem sehr schnellen und ausdauernden Lauf, wie wir ihn zum Beispiel von Marathonsportlern kennen. Profi-E-Sportler legen großen Wert auf körperliche Fitness und gesunde Ernährung. Aber es geht nicht nur um Leistung, sondern auch um den Sportsgeist. Fairplay und das Erleben sozialer Kompetenzen, gemeinschaftlichen Spiel im Team steht im Vordergrund. Und nicht nur auf den Rasen oder in der Halle sind diese Kompetenzen bei körperlicher Tätigkeit zu erlernen. Sie sind auch am Bildschirm mit Tastatur und Maus erlernbar. Computerspiele sind weit entfernt von dem, was manche stereotype Vorstellungen teilweise immer wieder noch kolportieren. Wege zur Vereinsamung und Abkapselung von der gemeinschaftlichen orientierten Umwelt. Ja, solche Sachen hört man immer wieder. Aber vielmehr gilt für den breiten E-Sport der schöne Spruch aus dem digitalen Volksmund: Those who game together, stay together. Zu Deutsch heißt das so in etwa, die, die zusammen zocken, die bleiben zusammen, die verbringen zusammen ihre Zeit und zwar auch nach dem Spiel. Sport verbindet und dazu gehört auch eben E-Sport. Zur Anerkennung einer Sportart braucht es auch Voraussetzungen. Der Deutsche Olympische Sportbund setzt für eine Anerkennung einer existierenden Verbändelandschaft für die betreffende Sportart voraus. Dazu wurde schon mal aus dem Bereich E-Sport solch eine Struktur erschaffen, damit diese Anerkennung erfolgen kann. Dieser Dachverband wurde dann immer wieder vor Hürden gesetzt und ist dann abgeblitzt worden und mittlerweile auch leider wieder erloschen. Das ist ein Versagen der offiziellen Entscheidungstragenden und Institutionen. Es ist jedoch ein heilbares Versagen. Diese Heilung wollen wir mit diesem Antrag auch anregen. Wir wollen erreichen, dass der Staat und die Gesellschaft offiziell E-Sport anerkennen und ihnen damit die Rahmenbedingungen zugestehen, die auch anderen Sportarten zugutekommen. Eine
politische Anerkennung des E-Sports als gemeinnützige Sportart ermöglicht einige wichtige Verbesserungen für die Organisationskultur des virtuellen sportlichen Wettkampfs. Diese Anerkennung, die auch steuerrechtliche Auswirkungen hat, ist auch schon dem Schach, Billard oder Dartsport zugute gekommen. Die Verbände- und Vereinsstruktur wird auf eine breitere und demokratischere Grundlage gestellt. Ehrenamtliche Arbeit kann anerkannt und Jugend- und Integrationsarbeit in effektivere Bahnen gelenkt werden. Gleichzeitig wäre dies eben auch ein bedeutendes Zeichen an den Deutschen Olympischen Sportbund, sich endlich mal zu bewegen und ein Umdenken einzuleiten. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche. Diesen Satz habe ich in ähnlicher Form so mehr oder weniger von jedem hier schon mal gehört. Und ich bin gespannt, ob Sie bereit sind, auch den digitalisierten Sport als gleichwertig anzuerkennen. Ich komme zum Schluss. Es gibt keine allseits anerkannte Definition, was Sport ist und was nicht. Wenn aber Schach, Billard, Dart und der Motorsport offiziell anerkannt sind und für sie entsprechende steuerrechtliche Ausnahmen gemacht werden, so sollte hier nicht mit zweierlei Maß gemessen werden. Gleichzeitig möchte ich noch zum Schluss darauf hinweisen, dass unser Antrag auf Erhebung von Daten zur Konsolidierung der Game-Development-Branche in Deutschland und NRW auf ein weiteres Entwicklungsdefizit in puncto Games hinweist. Bis dato gibt es keine verlässlichen Daten zu den Game-Developern in Deutschland und vor allem nicht denen, die hier aus NRW stammen. Daher gibt es auch noch keine Möglichkeit, sich als Spieleentwicklungsstudio bei den Finanzämtern oder Banken etwa ordentlich als Game-Developer eintragen und anerkennen zu lassen. Man wird im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts also als Spieleschmiede immer noch irgendwo zwischen Software, Marketing und Design oder einfach nur als Sonstiges eingestuft. Beantragen Sie so mal einen Kredit. Es scheint, als ob die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von Games zwar immer wieder mal gerne genommen wird, wenn es um Sonntagsreden geht oder mal so eine Gamescom eröffnet werden soll, aber wenn es um tatsächliches Handeln, Ändern und Umdenken geht, da tut sich die Politik hierzulande noch tierisch schwer, in der Kreativwirtschaft und im Sport. Lassen Sie uns an dieser Stelle ein starkes, glaubwürdiges Signal vor der Gamescom absenden und zeigen, dass das Bundesland NRW als Austragungsort dieser bedeutsamen internationalen Messe die Games auch wirklich ernst nimmt. Und nein, meine liebe Landesregierung, liebe Fraktion von SPD und Grüne, liebe Frau Ministerin, es wird nicht reichen, an dieser Stelle das bisschen Engagement der Film- und Medienstiftung aus NRW Lob zu hudeln. Wenn Sie es wirklich ernst meinen, dann heben Sie gleich Ihre Hand und stimmen diesen Antrag zu und setzen so ein starkes Zeichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Lammler.